Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggnadum zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Eevee mit dem Zwergenfürst. Ja, hier wären wir also vor dem Kraftwerk. Das Kraftwerk von Kanto. So sieht's aus. Im letzten Part waren wir bei Giovanni in der letzten Pokémon Arena und haben dort unseren letzten, den achten Arena Orden bekommen und sind nun reif für die Top 4. Dürfen nun auf der Siegesstraße zur Top 4 aufbrechen. Aber bevor wir das tun, bevor wir zur Siegesstraße aufbrechen, holen wir uns hier noch ein legendäres Pokémon in der Kraftwerk. Genau. Im Kraftwerk sind wir jetzt drin. Alles klar. Dann schauen wir mal, was das Kraftwerk hier noch für uns breit hat. Das legendäre Pokémon, was wir hier uns hoffen zu finden, das wird das legendäre Vogel-Pokémon Zapdos sein. Das legendäre Vogel-Pokémon Arctos haben wir schon hier bei uns. Es fliegt hinter uns her. Der Kampf der Giganten. So wird es wahrscheinlich laufen. Arctos gegen Zapdos. Ob das was bringen wird. Hier schön mal ein paar Items einsammeln. Sonderbonbon kann ich schauen. Brauchen wir dann vor der Top 4, können wir dann alle einsetzen. Eine Sonderbonbons auf einmal. Und ein Magnetibo. Na, sehr schön. Das müssen wir fangen. Wir versuchen es zumindest. Na komm, war gerade so schön in der Mitte. Na komm. Sehr gut. Magnetino ist gar nicht so schlecht. Die Pokémon hier im Kraftwerk, die sind generell nicht so schlecht. Kann man mal fangen. Vielleicht finden wir ja auch noch ein Magnetzone. Also die Zeit, das Magnetino zu einer Magnetzone zu entwickeln, das ist jetzt, die ist jetzt glaube ich nicht gegeben, aber wenn wir vielleicht hier irgendwie zu einer geringen Prozentzahl eine Magnetzone finden könnten, das wäre ganz nice. Ansonsten das Magnetino auch nicht schlecht für den Pokédex und für die Level. Ja. Ein neuer Pokédex-Eintrag. Für Magnetino wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es trotzt von Geburt an der Schwerkraft und schwebt auf elektromagnetischen Wellen durch die Luft. Magnetino gefangen. Alles klar, haben wir schon einen Elektroball? Ich denke ja, aber wir fangen trotzdem noch eins. Kann nicht schaden. Elektroball in einem Pokéball. Na komm. Die Farben hat das schon mal, das Elektroball. Na komm, nicht zu viele Bälle verschwenden. Ach je. Ich hoffe ihr ernsthaft das Schwert und Schild dieser Fangtechnik nicht mehr dabei hat. Also das Pokémon Schwert und Schild auch mit dem Pro-Controller gehen wird, das ist offiziell bestätigt. Also das ist, da kann ich mich schon mal entspannt zurücklehnen und durchatmen. Das haben wir zumindest. Das haben wir raus. Wie gesagt, gab es nur ein Pokémon Let's Go Evoli, das man nur mit den Joy-Cons spielen kann. Schon ein bisschen nervig. Nun was? Naja, leider muss man sehen, wie man es denkt, wie man es findet. Und der eine sagt dazu leider, der andere sagt dazu juhu. Und Pokémon Schwert und Schild wird es auch. Warum lässt er sich so schwer fangen? Na gut, dann halt eben nicht. Pokémon Schwert und Schild wird es nämlich, wie hier im Pokémon Let's Go Evoli, Pokémon auf der Oberebene zu sehen sein. Das mag kein guter deutscher Satz.
Die Leute, also die Pokémon, ja. Reden müsste man können. Oh. Dass man kein Pokémon ist. Krumm. Elektroball. Okay. Das andere war ein Voltroball. Ah, okay. Sorry. Hab ich die ganze Zeit falsch betitelt. Es tut mir leid. Was? Kampf? Müssen wir erst besiegen oder was? Ist ja geil. Es gibt's nur hier zu fangen. Sonst dann auf einem Wildbahn gar nicht. Ah, interessant. Ein ganz spezielles Elektroball. Aha, okay. Das ist so speziell, dass es wie ihre Lachsung besiegt werden muss? Oder was, wie, wo, wann, warum? Elektroball ist wohl sehr speziell, wie ich das jetzt hier verstehe. Also, und guck mal, Let's Go Evoli, um den Satz nochmal zu beenden. Wird das mit den Pokémon fangen, also nicht die Fangart hier, aber das Auftreten der Pokémon hohen Gras dem Typen von Let's Go Evoli entsprechen. Komm, das Ding ist riesig. Das wirst du wohl treffen. Und jetzt uns drei. Verdammt. Das war knapp. So. Den Meisterball, ja, nee, ist klar. Den Meisterball werfen wir nicht. Den Hyperball. Können wir werfen. Na komm. Den Meisterball heben wir uns schön für Mewtwo auf. Und wie war das dann fangen? Ich frage mich, ob man den Meisterball daneben werfen kann. Ich hoffe nicht. Ich hab mich schon öfters gefragt. Ich denke, dann hält das still. Dann kann man nur einmal genau treffen. Dann trifft man genau den Meisterball. Anderes wäre ziemlich blöd. So, jetzt bleibt drin. Ja, ich will nicht zu viel über Schwert und Schild verraten. Den Leuten, die sich nicht alle Trailer angeguckt haben, will ich nicht schon alles vorwegnehmen. Was? Attacke? Achso, Geofessur. Kannst mal Kratz früher vergessen. Und Schupp. Eine sehr starke neue Attacke. Erlernt. Na, hervorragend. Elektroball. Es speichert elektrische Energie in seinem Körper. Schon die geringste Erschütterung lässt es explodieren. Hervorragend. Hat sich gelohnt, es zu fangen. Hoffentlich. Ein Elektrik. Viele neue Elektro-Pokémon hier in dem Kraftwerk. Kraftwerk war es. Können wir uns eins aussuchen, was wir mit ins Team nehmen. Wir haben noch kein Elektro-Pokémon. Wir suchen noch eins fürs Team. Vier Hyperwelle habe ich noch. Na komm. Bleib drin. Verdammt. Ich nutze die Zeit noch, um ein Schlückchen zu trinken. Die Flucht ergriffen. Nein! Smogon brauchen wir nicht. Kein Interesse. In dir nicht. Ich fang's trotzdem. Naja, was soll es? So, Flucht. Keine Pokébälle mehr verschwenden. Keine Pokébälle für Pokémon, die wir nicht haben wollen, verschwenden. So, die irre Fahrt durch das Kraftwerk geht weiter. Ein Schutzitem? Nein, ein Donnerstein. Gab es auch draußen vor dem Kraftwerk. Hier noch einer dazu. Evoli lässt sich übrigens nicht entwickeln. Weder mit einem Glasstein noch durch einen Donnerstein noch durch einen anderen Stein. Sehr schade.
Ich hab's vorhin auf Screen nochmal ausprobiert. Sehr, sehr schade. Hier gibt's noch einen Elektroball. Ein dritter Pokéball. So selten ist es also gar nicht. Das könnte ein Voltoball sein. Oder ein Item. Parheiler. Ein Elektroball ist rum. Ja, verkehrt rum mal Pokéball. Gravum. Elektroball erscheint. Müssen wir jetzt nicht nochmal gegen kämpfen. Komm auf ihn. Einfach fliegen. Weg da. Flucht. Jo. Muss mal aufpassen, dieses Pokémon, Mann. Oh. Ja. Welchen Pokéball man öffnet. Na, wen haben wir denn hier? Das Zapdos. Ganz plötzlich gefunden. Ich dachte, da suche ich noch eine Weile. Aber nein, habe ich sofort gefunden. Naja, sofort. So. Wir wollen alle den Kampf der Giganten sehen. Arctos. Ich weiß nicht, wie viel du mir nützt im Kampf. Nein, nicht den Bericht. Tauschen will ich dich. Bewegen. So. Immer noch speichern vorher. Alle 8 Ohren haben wir. Dann geht das nochmal. Und auf geht's in den Kampf gegen Zapdos. Das legendäre Vogel-Pokémon. Im Kraftwerk. Ja, sehr nice. Zapdos erscheint. Mehrere Statuswerte von Zapdos werden erhöht. Also, ja, der Kampf der Giganten, Arctos versus Zapdos. So muss das sein. Eisstrahl, na komm, zeig, was du drauf hast. Arctos, also ich hielt Zapdos bisher mal für den Fliegeren von beiden. Aber schauen wir mal. Effektivität hat das bestimmt nicht. Ich kenne mich mit Effektivität von Pokémon Kräften nicht aus, aber ja, wir sehen es gerade. Zapdos muss nur einmal zuschlagen. Da sehen wir's. Ja, ich hab's ja gesagt. Zapdos ist der stärkste von allen dreien. Und Arctos so ziemlich der schwächste. Soweit ich sehe. Soweit ich das richtig sehe. So, Arctos besiegt. Damals geschehen mit dem Kampf der Giganten. Vorbei ist es. Nächstes Pokémon rufen natürlich. Wir geben nicht auf. Paper vielleicht. Ich weiß echt nicht, was gegen Elektro effektiv ist. Das ist Boden vielleicht, also Victory eventuell. Und Wasser bestimmt nicht. Oder doch. Oder nicht. Oder doch. Wir können es nur versuchen. Nächstes Pokémon, also fliehen werde ich jetzt bestimmt nicht. Und Victory, vielleicht kannst du mal was ausrichten. Ein Grüße von mir. Das Zapdos. Fange ich gleich. So, Biofissur. Testen wir gleich mal die neue Attacke. Wir wollen es ja K.O. machen. Hat keine Wirkung auf Zapdos. Ach du Schande. Schaufler vielleicht. Na komm, hält's durch. Naja, es hält nicht durch. Legendäres Pokémon. Und er war fast besiegt. So, wär's mit Blacky, Evoli, na komm, du wirst das so hinkriegen, mach es alle, das Zapdos, bezwingen das legendäre Blitz-Pokémon, Donner-Pokémon, naja, da braucht wohl wer noch einen Heiler. Ein Trank, ein Top-Trank. Verschwenden wir noch einen weiteren Trank. Einen weiteren Top-Trank, den wir für die Top-4 gebrauchen könnten. Und dann im Blitz. Halt durch, Evoli. Halt durch. Ja, das sieht schlecht aus. Aber ich versuch's weiter. Paralyse. Oh, Paralyse ist auch nicht.
Ja, nicht gerade angenehm. Das Pokémon. Donnerblitz, nein! Ich hätte die Feuerattacke noch einsetzen können. Das Pokémon noch in einem Flammenkreis fangen. Der Prof vielleicht. Vielleicht ist Wasser doch ein bisschen effektiv. Mir bringt es doch ein wenig was. Mega-Entwicklung und dann versuchen wir es mal mit Aquaknarre. Ja, versuchen es mal. Schlüsselstein. Mega-Stein. Toto kniet. So, und lass dich nicht so schnell besiegen. Na komm. Ich sagte, lass dich nicht so schnell besiegen. Was an lass dich nicht so schnell besiegen, hast du nicht verstanden? Was an diesem Satz war so schwer zu verstehen? Ja, vielleicht mal Evoli wiederbeleben. Das ist jetzt nicht so optimal, also... Beutel. Flucht ist das Letzte, was wir tun werden. Top-Beleber-Fall, Gissos. Die setze ich jetzt auf keinen Fall ein. Und Beleber auf... Arctos oder Evoli? Evoli, würde ich sagen. Arctos hat es nicht so gebracht, der Kampf gegen die Giganten. Die haben es gesehen am Anfang. Oha! Zum Glück habe ich nicht mit ihm gekämpft. Der war da ein bisschen schwach. So. Ich greife an. Du schaffst das. Na komm. Na komm. Sehr gut reagiert. Und zack. Machst Wende. Nice. Du bist die Beste. Evoli, du bist die Beste. So, jetzt können wir Stabdos fangen. Sehr nice. Sehr knapp. Sehr nice. Was haben wir denn hier im Angebot? Superbälle hätten wir noch im Angebot. Ein Meisterball hätten wir noch. Aber nee, vergiss es. Den werfen wir noch nicht. Nicht für das Zapdos. Obwohl es auch interessant wäre, Mewtwo mit einem... mit einem Pokéball zu fangen. Und jetzt schauen wir mal. So, eins. Und zwei. Bleib drin. Vier. Nice. Zapdos gefangen. Klasse, Zapdos wurde gefangen. Neues Teammitglied. Nice. So muss das. Boah. Das Team sowas von geschlecht. Komplett am Boden. Zapdos, ein neuer Pokédex-Eintrag. Dieses legendäre Vogel-Pokémon erscheint, wenn sich der Himmel verdunkelt. Die Blitze unablässig herunterdonnern. Das Gewitter-Pokémon. Zapdos in der Box gelagert. Das geht ja gar nicht. Da kommen wir jetzt mal rum. Hast eine gute Arbeit geleistet, Arctos. Ist Zeit zu gehen. Wir haben einen Zapdos gefangen. Wir haben das Zapdos gefangen. So, dem Team hinzufügen. Mach's gut, Arctos. Verabschiede dich von dem Team. Ciao, ciao. Und Zapdos, willkommen in dem Team. Willkommen. So. Können wir gleich mal aus dem Ball holen. Kann es wie Arctos hinter uns herfliegen. Ja, sehr nice. Zapdos, das legendäre Blitz-Pokémon. So, dem Electric ausgewichen. Und auf den einzigen Teleporter an diesem Kraftwerk. Und da werden wir wieder raus. Sehr nice, sehr gut, sehr spitze. Ja. Kannst du noch kämpfen, Zapdos? Er kann auch kämpfen. Dann nehmen wir uns mal hier den hier vor, den Kollegen. Zeit haben wir noch ein bisschen, glaube ich, hoffe ich. Kämpfen wir auch gegen den Maniac. Heißt das, du bist auch ein Maniac? Möchtest du mal meine Sammlung sehen? Sammlung sehen, Sammlung vernichten, Sammlung besiegen. Ein Rihorn, ein Zapdos. Ja. Gut, die Chancen stehen schlecht für ihn. Das sind seine Attacken. Das ist sehr enttäuschend. Wir müssen weitere KPs für ihn sammeln.
ein weiterer Level für ihn sammeln und ihm neue, bessere Attacken beibringen. Ganz im Ernst. Auf Zapdos, Donnerblitz, mach es fertig. Na komm, Zapdos, du wirst doch meinen Rihorn besiegen können. Mach es alle. Hat keine Wirkung, ach du Schande, das bemerke erst jetzt. Zapdos wird von ein paar Steinen erschlagen. Ja, da geht die Legende zu Boden. Alles klar. Wollen wir das rausschneiden? Wollen wir es jetzt wirklich mit reinnehmen in den Part? Ja. Legende gefangen, Legende in den nächsten Kampf geschickt, Legende von Rihorn besiegt. Mit ein paar Steinchen beworfen. Ja gut. Das nimmt hier wohl kein gutes Ende. Menschen ist auch ganz geschwächt. War jetzt vielleicht nicht die beste Idee, gleich in den nächsten Kampf zu gehen. Nach dem Zapdos-Kampf, nach dem Kraftwerk, nach der Kraftwerk-Herausforderung. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Das war jetzt nicht der genialste Einfall. Ich gebe es dazu. Ja, gäb's ja zu, ja. So, na komm, Evoli, halt durch, das kriegen wir noch hin. Das wäre noch jetzt lächerlich. Und Schluch ab. Na, das ist doch nice. Nice. Ich sag die ganze Zeit nice. Was ist das eigentlich für ein Wort? Nice. Hab ich mir so angewöhnt. Das ist eigentlich nur ein Wort. Na komm, das Schlurp, das kriegen wir doch wohl noch besiegt. Am besten bevor es uns abschlägt. Na komm, Flackerband, Scherbrezel ist. Fast. Es schlägt uns ab. Nein, es schlägt uns, es tritt uns. Na komm, besiegt. Verbrannt. Sehr nice, haben wir es doch noch hingekriegt. Wieder dieses Nice. Ich will es mir nicht mehr abgewöhnen. Das niceste Gameplay ever. So sieht's aus. So sieht's auch, ist auch wieder sowas typisches. Was ist los mit dir? Sieht erschöpft aus. Ja, sie hat auch stark gekämpft. Ist jetzt schon ein bisschen geschafft im Kampf. Das kann ich verstehen. Hat ein bisschen was hinter sich. Na dann, Thermotechniken, Himmelsritt. Dann fliegen wir mal zurück nach Vertania City. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, was wir dort vorhaben. Ihr wisst, was uns im nächsten Part hier erwartet. Erstmal erwartet uns hier ein Pokémon Center. Hier wird das Team mal geheilt. Auf geht's. Wir machen das Team hier fit. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, das Zapdos und das Team zu nehmen und das Arktos rauszuhauen. Das Arktos war schon ein wenig trainiert. Das war unser Eis-Pokémon, was uns schon eine Weile begleitet hat. Das war vielleicht nicht ganz so falsch, das mit dem Team zu haben. Aber gut, Zapdos wird uns auch gute Dienste leisten. Da bin ich überzeugt von. So. Auf Route 22 geht es im nächsten Part hier weiter. Ich habe da schon so meine Vermutungen, was hier an dieser Stelle im nächsten Part auf uns wartet. Ich speichere an dieser Stelle kurz mal. Speichern ist nicht schlecht. Ich kann es ja gleich mal überprüfen. Am Ende des Parts. Tja, ich sag schon mal, dass mich nach oben sollte euch gefallen haben. Lasst den Abo da, wenn ihr neu seid und nicht den nächsten Part von Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfrost verpassen wollt. Geht gleich morgen weiter. Wir zocken das jetzt auf einmal durch. Wir sind schon so kurz vor der Top 4. Wir haben jetzt nur noch die Siegesstraße in der Top 4. Dann vielleicht noch den Mewtwo-Kampf. Wir sind schon so dicht am Ziel. Wir hauen das jetzt durch. Morgen der nächste Part. Ja.
hat er mich nach oben Ammo da lassen. Wunderschönen, wunderfürstlichen Tag haben und reinhauen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und nix. Oh doch, da kommt der Modi. Na gut, das dann im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.